Hallo Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem heutigen DIY-Putz- und Waschmittel-Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefällt. Ich möchte gleich vorweg sagen, die Zutaten, die ich unten verlinkt habe, beziehungsweise die ihr auch im Laufe des Videos seht, sind noch nicht die finale Auswahl. Also es geht mit Sicherheit noch grüner, noch besser, noch verpackungsfreundlicher, das auf alle Fälle. Das sind jetzt nur so die Basics, die ich schon da hatte. Aus dem ganz einfachen Grund, die Rezepte, die ich euch heute zeige, habe ich bereits schon, ich bin ehrlich, seit Dezember 2018, Anfang Dezember 2018 in Gebrauch und habe sie schon ausgiebig getestet. Drum haben es heute auch nur die besten Rezepte in mein Video geschafft. Und das DIY-Kosmetik-Video kommt natürlich auch bald. Entschuldigt mal bitte, ja. Ich bin hier noch im Urlaubsmodus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und die ätherischen Öle gleich vorweg gesagt, jeder kann das reinmachen, was er möchte. Es geht natürlich auch alles komplett ohne Duft. Und ich persönlich fand es jetzt mit dem Duft schöner oder besser. Also für mich persönlich, es überdeckt oder es nimmt halt den typischen Essiggeruch, den mildert es so ein bisschen und macht es angenehmer für die Nase. Wenn zum Beispiel, wie mein Mann, der kann den Essig- und Essigessenzgeruch nicht ab. Drum ist das Duftöl da immer ganz praktisch drin. Und ich habe auch, wie gesagt, jetzt die Sachen genommen, die ich schon zu Hause hatte. Werde mich natürlich dann noch weiterhin oder erstmal dann, wenn jetzt meine ganzen Zutaten alle sind, die ich noch da hatte, werde ich mich dann natürlich bemühen, die biologischen, ökologischen und verpackungsfreundlichsten Sachen zu finden. Ich war ganz fleißig, wie ihr seht. Ich habe jetzt auch nicht abgewartet, bevor ich dieses Video drehe, bis die Klotabs dann mal trocken sind, um sie dann in das schöne Glas umzufüllen. Das tut aber jetzt, glaube ich, dem Video keinen Abbruch. Und genau, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß zu den Sprühern, die ihr sehen werdet. Ich habe mir bei Amazon welche aus Glas bestellt, die verlinke ich euch auch unten. Allerdings sind die leider noch nicht geliefert worden, sodass ich jetzt erstmal meine IKEA-Sprühplastikflaschen benutzen muss. Sobald meine Glasflaschen dann da sind, fülle ich das Ganze um in die Glasflaschen und werde aus den Plastikflaschen noch einen DIY-Scheibenenteiser dann machen und den da reinfüllen. Und dann kommt eins in das Auto meines Mannes und eins in mein Auto für den Fall, dass wir dann doch mal Winter kriegen und es wirklich friert und schneit. So, und auf alle Fälle ganz viel Spaß bei dem Video. Wir starten auch gleich mit dem Waschmittel für helle und dunkle Wäsche. Wenn ihr dunkle Wäsches Waschmittel macht, dann bitte die 150 Gramm Zitronensäure nicht reinmachen, denn Zitronensäure wirkt bleichend und ist jetzt nur für die helle Wäsche gedacht. Als Verpackungsmaterial habe ich mich bei den ganzen Pulvern für Gläser mit Metalldeckel vom Teddy entschieden. Die kosten 1,50 Euro. Jedes normale Schraubglas, was ihr zu Hause habt und was leer ist, tut es aber auch. Als erstes habe ich 100 Gramm Kernseife in geriebener Form, also in Flockenform, in meine Schüssel getan. Wenn ihr Kernseife am Stück kauft, dann müsst ihr die vorher klein reiben. Ich habe aber festgestellt, wenn ich die Kernseife schon in sogenannten Seifenflocken bestelle, tue ich mich um einiges leichter. Mein erstes DIY-Putz- und Waschmittel-Video verlinke ich euch natürlich oben im i. Also oben am rechten Bildschirmrand werdet ihr, wenn ihr auf das i klickt, zum ersten Video kommen. Dort ist dann das Rezept für flüssiges Waschmittel, was auch sehr gut funktioniert. Als nächstes habe ich 150 Gramm Soda mit dazugegeben. Dann folgten 150 Gramm Natron, 100 Gramm Spülmaschinensalz. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Sachen genommen, die ich da hatte. Das Spülmaschinensalz ist in diesem Waschmittel als Wasserenthärter eingesetzt. Und anschließend habe ich dann noch ätherische Öle oder Duftöle mit dazugegeben. Ich habe jetzt das genommen, was ich alles da hatte. Ihr könnt aber auch bei DM die ganz normalen Profissimo Duftöle nehmen, wenn ihr auf Duft steht. Wenn ihr keinen Duft in euren Putzmitteln haben wollt, dann lasst den einfach weg. Das ist überhaupt kein Problem. Und ganz zum Schluss für die helle Wäsche 150 Gramm Zitronensäure. Bei dunkler Wäsche den Schritt bitte auslassen. Ansonsten bleicht das eure Wäsche, die dunkle Wäsche, etwas aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt möchtet. Das Ganze habe ich dann gut durchgerührt und dann auch in diesen Glascontainer reingegeben. Dafür nehmt ihr dann bei der Dosierung einen Esslöffel pro Waschgang, wenn ihr normale, also normalen Verschmutzungsgrad habt. Wenn es wirklich sehr, sehr schmutzige Wäsche ist, nehmt ihr zwei Esslöffel.
Ja, die Umfüllerei hat ein bisschen gedauert. Wenn dies nämlich aus der Schüssel da reingekippt hätte, hätte ich wahrscheinlich ein Desaster gehabt. Als nächstes kommt der Allzweckreiniger in der Orangenduftrichtung. Wenn ihr den Orangenduft nicht haben wollt, dann könnt ihr den Schritt einfach überspringen und nur ein Drittel Essig mit zwei Drittel Wasser mischen. Ich habe dazu die Schale einer kompletten Bio-Orange genommen. Das Ganze geht natürlich auch mit Zitronenschalen oder Limettenschalen. Ich habe aber darauf geachtet, dass es Bio ist und dass sie unbehandelt und ungespritzt sind. Das Ganze lasst ihr dann ein paar Tage stehen. Hier ist meine erste Variation. Und hier leider noch in der Plastikflasche ist dann das fertige Mittel, wovon ihr dann 160 ml Orangenessig, Zitronenessig reinfüllt und den Rest mit Wasser auffüllt. Jetzt kommen wir auch schon zu den Toilettentabs. Bei der Dosierung ein Tab in die Toilette, 5 Minuten wirken lassen und dann mit der Toilettenbürste gut schrubben und ihr habt wirklich ein total sauberes Klo und wir können auf diese ganzen Machtwasser-Blauspüler beim Spülen komplett verzichten. 160 Gramm Natron ist die Ausgangsbasis. Als nächstes folgen 60 ml Zitronensaft. Da könnt ihr entweder eine Bio-Zitrone auspressen, bis ihr 60 ml habt, oder aber ich habe jetzt beim DM auf den Zitronensaft in Bio zurückgegriffen. Wie gesagt, was ich alles nicht schon da hatte, musste jetzt auch mal verwurstelt werden. Das Ganze habe ich dann schon mal als erstes durchgerührt, dann einen halben Teelöffel Essig mit dazugegeben. 15 bis 20 Tropfen ätherisches Öl. Ätherisches Öl, sage ich auch gerne hier nochmal, ist rein optional. Durch den Zitronensaft habt ihr eigentlich da schon schönen Zitronengeruch dran. Und Zitrone bleicht ja auch. Wenn ihr in einem Haushalt wohnt, wo die Toilette immer zu Hardcore-Verschmutzungen neigt, gebt ihr noch in dieses Gemisch einen Teelöffel Wasserstoffperoxid, 3% aus der Apotheke mit dazu. Füllt das Ganze in eine Eiswürfelform. Ich habe jetzt hier eine aus Plastik und Silikon genommen, weil sich dann einfach die Tabs, wenn sie dann über Nacht getrocknet sind, super wieder herauslösen lassen. Ich habe leider keine Metall-Eiswürfelform. Wäre auch schwierig, dann denke ich, auch aus einer Metallform Wasser, Eiswürfel oder auch diese Würfel rauszukriegen. Dann alles gut umfüllen, schön festdrücken, dass ihr schöne kleine Tabs habt. Und das Ganze dann über Nacht trocknen lassen und dann könnt ihr das in euer Behältnis eurer Wahl umfüllen. Ihr könnt auch die Rezepte verdoppeln von den Mengen her. So habt ihr gleich größere Mengen. Mich hat aber die komplette Herstellung dieser ganzen Putz- und Waschmittel gerade mal 20 Minuten in Anspruch genommen. Nun haben wir auch schon den selbstgemachten Weichspüler. Ihr könnt natürlich auch alternativ 60 ml puren Haushaltsessig in Weiß zu eurer Wäsche geben. Oder aber ihr sagt, nö, ich möchte dann doch ein bisschen mehr Weichspüler-Feeling, dann macht ihr einfach euren Weichspüler selber. Dazu nehmt ihr einen Liter warmes destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser deswegen, bei den Putz- und Waschmitteln, wenn ihr die selber macht, weil im normalen Wasser, was aus der Leitung kommt, ist ja immer eine geringe Keimbelastung und Chemiebelastung. Und wenn man es wirklich ganz 100% perfekt machen möchte, dann einfach zu destilliertem Wasser greifen oder das Wasser vorher gut abkochen. In diesem Wasser löst ihr 5 Esslöffel Zitronensäure auf, 20 Tropfen Teebaumöl und 20 Tropfen ätherisches Öl eurer Wahl. Das Ganze füllt ihr dann in eine Flasche um oder in ein anderes Behältnis und gebt zu jedem Waschgang 50 bis 100 ml mit dazu und fertig ist euer selbstgemachter Weichspüler. Nun kommen wir zum Glasreiniger. Ich sag euch, das ist klasse, das Zeug. Der löst sogar meinen heißgeliebten Froschglasreiniger um Längen ab. Dazu nehmt ihr auch wieder 500 ml destilliertes warmes Wasser, 2 Esslöffel Essigessenz oder wie in meinem Fall 4 Esslöffel Essig, 10 Tropfen Zitrone oder Zitronenöl und einen halben Teelöffel Spülmittel. Das Spülmittel ist optional, ist aber im Antikalkreiniger und im Glasreiniger insoweit gut, weil der die Oberflächenspannung einfach aufbricht vom Schmutz, vom Kalk und sich somit der Schmutz streifenfrei und sauber entfernen lässt. Und auch hier füllt ihr dann das Ganze wieder in eine gut beschriftete Flasche um, am besten in eine Sprühflasche. Ich habe jetzt hier meine vom IKEA, da meine Glasflaschen von Amazon leider immer noch nicht da sind. Also nutze ich, was ich habe, erstmal, bis meine Glasflaschen da sind.
das Dymo-Gerät. Ihr könnt natürlich das Ganze auch mit einem ganz normalen Aufkleber, Zettel, Stift etc. beschriften. Ich mag mein Dymo, ich beschrifte damit ja wirklich alles im Haushalt. Und ich möchte es nicht missen, ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung, genauso wie alle Zutaten, die ich benutzt habe. Es kann natürlich auch mal sein, dass ich jetzt bei Amazon grünere Varianten meiner Zutaten finde und dann verlinke ich euch natürlich die grüneren Varianten unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommt das Antikalkspray oder auch mein persönlicher Bartreiniger. Dazu nehmt ihr auch wieder 500 ml destilliertes Wasser. In diesem löst ihr einen Esslöffel Zitronensäure auf. Das, also Zitronensäure, wirkt bleichend. 2 Esslöffel Essig, einen Esslöffel Spülmittel und, wenn ihr das möchtet, weil ihr Duft möchtet, 10 Tropfen ätherisches Öl. Das alles kommt natürlich in das warme destillierte Wasser, wird gut verrührt und ja, dann könnt ihr das auch wieder in eine Sprühflasche umfüllen. Wenn ihr diese Reiniger alle aufsprüht, mal kurz wirken lassen, damit es auch wirklich arbeiten kann. Und dann könnt ihr es abspülen oder auch, wenn ihr wirklich hartes Wasser habt mit sehr starken Verkalkungen, dann zum Schwamm greifen. Last but not least habe ich das Spülmaschinenpulver. Das Ganze könnt ihr natürlich auch in Tab-Form machen, wenn ihr Tabs bevorzugt. Mir ist es relativ egal, ob ich jetzt einen Teelöffel von dem Spülmaschinenpulver in das Spülfach gebe oder einen Tab. Ich habe beides schon ausprobiert und ich finde beide Varianten super. Als erstes kommen dazu 200 Gramm Natron, gefolgt von 200 Gramm Zitronensäure in Pulverform, 20 Tropfen ätherisches Öl in der Duftrichtung Zitrone, wenn ihr möchtet, dass euer Geschirrspüler danach sehr gut duftet, und 100 Gramm Spülmaschinensalz oder auch normales Haushaltssalz, was ihr gerade da habt. Beides funktioniert gut. Wenn ihr das Ganze dann als Pulver machen möchtet, seid ihr dann mit dem Rezept schon fertig und könnt es euch umfüllen und gebt einfach dann einen Teelöffel in das Einspülfach eures Geschirrspülers. Wenn ihr jetzt sagt, nein, mir sind Tabs lieber, dann kommen wir ganz zum Schluss 120 ml Essig mit dazu. Wählt einen entsprechend großen Behälter, denn es kann schäumen und sprudeln. Wenn es sich dann fertig gesprudelt hat, das Ganze, packt ihr das ganz einfach, ja, in eure Eiswürfelform und lasst das Ganze über Nacht trocknen und schon seid ihr fertig. So, das ist es jetzt auch schon gewesen mit den ganzen DIY-Produkten. Wie gesagt, ätherische Öle sind optional. Wenn ihr Essig-Essenz anstatt Essig nehmt, dann die Essigmenge, die ich euch angesagt habe im Video, einfach um die Hälfte reduzieren, weil Essig-Essenz ist um einiges konzentrierter wie der normale weiße Haushaltsessig oder Salatessig. Ich habe den hier jetzt in der schicken, sehr umweltfreundlichen Plastikflasche. Wie gesagt, ich muss mal gucken. Der nächste Unverpacktladen ist leider 37 Minuten von mir weg. Das ist eine schlechte Geschichte, also muss ich da mal gucken über Amazon, ob ich da eventuell Essig in Glasflaschen kriege oder aber auch bei Selgros oder in der Metro mal gucken. Da sage ich euch aber dann auf alle Fälle mal so im Jahresupdate auf alle Fälle Bescheid. Und dann gebt dem Video einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss, eure Alena.